It's Showtime! Herzlich willkommen bei der Verleihung der Gurke des Jahres 2017. Wie jedes Jahr hat auch diesmal wieder die größte Jury der Welt, kurz ihr, das Publikum, den schlechtesten Film des Jahres auf unserer Homepage www.kyuk.it gewählt. Wir sind wie immer von dem Palais des Festivals bei den 70. Filmfestspielen und es ist bereits das 6. Mal, dass wir hier unsere goldene Gurke verleihen. Apropos 70... Die heurige Verleihung steht ganz im übergroßen Schatten von Arnold Schwarzenegger, dem wir unsere diesjährige Verleihung hier anlässlich seines 70. Geburtstags widmen. Und an meiner Seite ist wie immer mein Zwilling. Die Gurke des Jahres 2017 ist... Ich bin zu früh, stimmt's? Verdammt, ich bin in der falschen Zeitlinie. Ich komme wieder. Hasta la vista, Baby. Wir schalten dann später auch noch einmal zu unserem Techniker Gerhard Huth. Er ist nämlich der Einzige, der eine Ahnung davon hat, wer im Moment die Nase vorne hat. Jetzt kommen wir aber zu den 10 Finalisten 2017 und dazu begrüße ich jetzt recht herzlich meinen Zwilling. Ich will deine Kleider, deine Stiefel und dein Motorrad. Du hässlicher Bastard, was zum Teufel bist du? Zu kämpfen mit dem Feind, ihn zu verfolgen und zu vernichten und sich zu erfreuen an den Geschrei der Weiber. Ich hasse Gewalt. Ich trug niemals eine Kanone. Hey Donald, ich habe eine großartige Idee. Warum tauschen wir nicht einfach unsere Jobs? Ich meine, du übernimmst das Fernsehen, weil du so ein Quotenexperte bist und ich übernehme deinen Job. Da können die Leute endlich wieder gut schlafen. Ja? Tja. Das waren sie, unsere 10 Finalisten des Jahres 2017. Aber jetzt darf ich ihn endlich zu mir bitten, Andreas Auinger, den Regisseur des schlechtesten Films aller Zeiten, Space Tours, Mission Eva. Und er hat sie auch mitgebracht, unsere goldene Statuette. Andreas, ich muss sagen, sie ist wieder sehr schön geworden heuer, obwohl es ist nur eine Puppe, eine dumme kleine Plastikpuppe. Sprich mit der Hand, von wegen Plastikpuppe. Apropos Hand. Wie immer von Hand gemacht von unserem Rostocker Künstler Martin Jost. Und heuer ganz besonders schön geworden. Eigentlich zu schade, um sie herzugeben. Wenn du leben willst, komm mit mir. Dann können wir auf ein Glas Milch gehen. Sicher nicht. Milch ist etwas für Babys. Wenn du erwachsen bist, musst du Bier trinken. So, manchmal zweifle ich wirklich daran, dass wir verwandt sind. Dass du tatsächlich mein Zwilling... Die Gurke des Jahres 2017 ist Inferno. Ich bin schwanger. Ja, da bleibt nur noch eines zu sagen, nämlich... Gratulation zum Glückwunsch. Ich hasse Gewalt. Ich trage niemals eine Kanone. Wie der Fuchs.